hoffe, dass es Ihnen so geht wie mir. Ich habe es bei mir im Studio probiert und muss sagen, Donner Wetter, das gibt ja einen ganz neuen Eindruck, wenn man in dieser Musik sozusagen ein wenig herumkommt. Und ich hoffe, dass bei Ihnen auch so etwas eintritt. Denn wenn man immer nur so ein Stück hört, naja, schön, das ist ungewöhnlich. Aber wenn Sie dann mal da drin sind und das nächste hat Ähnliches und wieder Verschiedenes, dann hoffe ich, sind Sie in einer neuen Art von elektronischer Musik. Diese Tasten sind Anhaltspunkte und wenn ich dann eine Tonleiter spiele, so geht es mit dem C-D los. In einer anderen Oktave. Nochmal. Und dieses Spiel hat natürlich die Möglichkeit, alle Tonarten in ihrer Eigenart zu erfassen. C-Dur hat jetzt vier Tasten, C, D, G, A. Jetzt spiele ich das nur, da ist natürlich nur eine drin, das C. Ich kann ja wieder ein bisschen tiefer gehen. Und wenn ich zum Beispiel F-Dur habe, dann habe ich immerhin zwei Tasten pro Tonleiter. Nein, vier Tasten pro Tonleiter, ich habe noch C, D. Das ist nun nicht etwa so, als ob man nicht gewinnt sehen müsste oder so. Natürlich muss man aufpassen. Ziehen. Aber eine Spieltechnik, die das so erleichtert und mit der man so leicht spielen kann, wie bei einem Appellschild. War wieder ein bisschen hoch. Naja, diese, die ich jetzt gespielt habe, die kann man mit dem Pedal verändern. Sie werden mal sehen, wie das jetzt hier geht. Thank you.
geeignet sind für die Komponisten, die für mich komponiert haben, Möglichkeiten entstanden, ja, also die hinterher zeigen, dass man das Konzert, was sie komponiert haben, nur auf diesem Instrument spielen kann. Und deshalb werden die Konzerte natürlich nicht sehr verbreitet, weil sie eben nicht auf anderen Instrumenten auch gespielt werden können. Und nun möchte ich mich mal in die Praxis begeben und möchte jetzt eine Reihe von Kompositionen spielen von unserem Dutch, von meiner Dutch-Platte, die als erste eine Caprice, ich habe sie Caprice genannt, eine Caprice mit Variationen sind. Sie werden sofort hören, naja, natürlich kann man das bloß auf diesem Instrument spielen. Das ist gar nicht denkbar, dass ein Instrument also gleichzeitig hohe und tiefe spielen, gleichzeitig Einzeltöne spielen, Akkorde spielen und dann das alles auch noch in extremen Tonlagen und dann auch noch hübsche Effekte hinzu. Hier steht ein interessanter Apparat. Ich kann aber natürlich jetzt nicht alle die Apparate.